So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und ich glaube, ich hau das heute noch raus. Ich versuche das jetzt noch fertig zu machen, denn eben war ich draußen und habe die drei Bosse besiegt. Alo, Cliff und Sierra, hab gesagt, dass ich fix heimgehe und das Video schneide. Das sieht dann hier ungefähr so aus. Hier ist meine PC-Ecke nämlich, hier streame ich auch immer abends. Da befindet sich gerade das Video im Schnitt, wie man sieht. Hier habe ich meine Dateien alle da, sonst was. Hier steht mein Ferrari, hier ist mein Mikrofon, hier ist mein Bierglas. Auf die Dicken, das nehme ich immer zum Saufen abends, das knallt, ne? Und hier das Licht, was ich im Stream dann immer anmache und sage: Oh, guck mal, Licht! Also das seht ihr dann halt heller aus von Sinn. Brauchen wir aber nicht. Wir stellen euch jetzt fix nochmal kurz hier ab. Ich möchte euch nämlich mal zeigen, wir sind ja jetzt eigentlich hier bei Kapitel 5 von 7, steht leider nicht dran. Finde den Boss von Team Go Rocket. Kämpfe gegen den Boss von Team Go Rocket. Besiege den Boss von Team Go Rocket. Und wie bei den anderen Bossen habe ich natürlich den Trick. Wenn ich nämlich mein Radar anmache, zeigt mir das. Da sind überall Rocket, Täuschrüpel oder Giovanni. Hier ist auch ein Ballon. Der fliegt hier einfach rum. Ist das ein Ballon? Selbst wenn da jetzt Giovanni drin wäre, möchte ich den aber nicht hier in der Bude machen. Ich will bitte raus, schön Tageslicht genießen, alles andere. Und ich möchte euch trotzdem nochmal unsere Map zeigen. Sehr coole Sache. Grüße gehen raus an Xtreme. Denn hier kann man sich theoretisch auch anzeigen lassen, wo überall Rocket-Bosse sind. Also Giovanni ist jetzt eingestellt, wo überall Giovanni ist. Ihr seht, wenn ich hier rausgehe, hier kann der überall sein. Hier kann der noch mehr sein. Hier drüben im Thema kann der sein. Also würde ich jetzt mit meinem Rocket-Radar nicht sehen, was in Thema abgeht, aber auf der Map sehe ich, dass in Thema halt noch was abgeht. Denn das Problem ist, es kann sein, wenn ihr 10 Rocket-Bosse angezeigt habt in der Umgebung und ihr geht dahin, dass alle 10 Täuschrüpel sind und es gar kein Giovanni da dabei ist, dann müsstet ihr theoretisch auf den nächsten Tag warten. Wir könnten dann aber auch die Nachbarschaft abgrasen, was wir mit dem Super Rocket Radar nicht sehen, was ich aber auf der Map sehen kann. Ich werde jetzt alle mal durchprobieren, werde mal gucken, wo Giovanni ist und dann werden wir den natürlich bekämpfen, besiegen mit unserem alteingefleischten Team. Wie immer werde ich nichts dran ändern, werde ich so mitnehmen und dann schauen wir mal, wie gut das Krypto Lavados ist, was wir diesmal bekommen. So, da sind wir wieder zurück. Und eigentlich habe ich mir das gerade alles ein bisschen anders vorgestellt. Früher war das wirklich cool, ihr seid rausgegangen. Ihr habt die Rocket-Stops abgeklappert. Ihr seid hin, ihr habt einen Täuschrübel gehabt. Ihr habt den nächsten Täuschrübel gehabt. Ihr habt den nächsten Täuschrübel gehabt. Und wenn ihr nichts gefunden habt, musstet ihr wirklich auf den nächsten Tag warten. Heute ist es anders. Er fliegt halt einfach direkt zu euch nach Hause. Ich bin gerade zur Tür raus, habe gedacht, okay, drück halt mal diesen blöden Ballon weg. Und was ist? Natürlich ist er direkt im Ballon drin. Klar, Corona, sonst was, hin und her, geht nicht raus. Deswegen packen die den in den Ballon rein und der fliegt dann einfach direkt zu euch nach Hause. Finde ich jetzt ein bisschen doof, weil ich wollte noch ein bisschen mich bewegen, aber irgendwie regnet es eh gerade. Also haben wir uns jetzt hier untergestellt. Unter dem Torbogen, an der gelben Tonne. Zack. So muss das sein. Wir werden jetzt trotzdem hier drauf gehen. So, verwenden den Super Rocket Radar. Ihr seht auch unser Team, was wir vorher hatten. Da ist es noch so eingestellt, weil wir da immer das nehmen. Wir müssen aber mal beim Lucario hier mal ein bisschen beleben, ja. Der nimmt als erstes sowieso immer Snobilikat, Typ normal, wisst ihr ja. Kampf gegen normal, das heißt Regirock. Habe ich sonst immer gemacht. Mit Regirock war das eigentlich auch recht einfach, weil Regirock hat zwei Schilde rausgelockt und mit der dritten Steinkanne, die durchging, hat es das Snobillycat meistens besiegt. Dann hatte ich noch mein Wasser-Pokémon gegen seinen Boden-Pokémon und dann hatte ich mein Despotar, was Steine wirft, eben gegen seine Vögel, die in der Luft fliegen. Ja. Fliegt ein Vogel immer Stein drauf. Jetzt nehmen wir aber Lucario rein, machen das wieder mit dem Einwechseln. Gehen also hier drauf, Lucario gegen Snobillycat, der müsste den einfach so komplett weghauen. Trotzdem müssen wir ihn erstmal einwechseln. Gleichzeitig die Schilde rausloggen. Im Endeffekt schaffen wir es, die Schilde gar nicht rauszuloggen, weil der halt vorher einfach schon tot ist, ja.
Eins geht auf jeden Fall weg. Gleichzeitig wird aber der Angriff gesteigert. Das heißt, es kann natürlich sein, dass das jetzt so sehr reinhaut, dass es schon tot ist, bevor wir, ne, den zweiten kriegt man auch noch, können dann weiter angreifen und schon mal Energie aufladen für das, was danach kommt. Das heißt, jetzt werde ich extra nicht da drauf drücken. Mal schauen, was kommt. Und es ist ein, na, ein Kangama. Sehr effektiv. Komm, dem Kangama geben wir jetzt mal Aurasphäre. Wir wollen immer ein bisschen Abwechslung reinbringen. Aurasphäre aufs Kangama. Und jetzt müsste noch das Krypto-Lavados kommen, wo wir normalerweise Despo da nehmen mit Katapult Steinkante. Lucario, eine Ehrenrunde geht aber noch. Ein Steigerungshieb geht noch durch. Bevor das aber stirbt, wechseln wir einfach auf Despo da. Wir müssen den ja nicht absichtlich opfern. Das heißt, wir hauen hier drauf. Wir warten auch extra. Wir bräuchten theoretisch nicht mal die Steinkante, weil der vorher schon tot ist, aber wir setzen sie trotzdem ein. Haben kein Schild genutzt. Seine zwei Schilde sind fort. Sehr effektiv. Er ist auch down. Wir müssen das jetzt nur noch fangen. Und ich glaube, beim Fangen immer noch ist es so, bei den legendären Krypto ist es wie mit legendären Shinies, dass die sowieso im ersten Ball drin sind. Ihr müsstet euch also keine Sorgen machen, dass das flieht. Ihr könnt ruhig eine gelbe Beere nehmen. Wir werden das jetzt direkt auch nochmal ausprobieren mit einer gelben Beere. Mit was auch sonst. So, Lavados wäre jetzt mein drittes, aber eins habe ich erlöst damals zu einem 100er. Im Nachhinein war es natürlich Quatsch, als Krypto wäre das viel, viel stärker gewesen. Damals war das alles neu, man kannte sie noch nicht so aus, jetzt würde man die lassen. 1, 2, 3, ihr seht, ich habe nicht mal in den Kreis getroffen. Das war kein fabelhaft, das war kein großartig, das war gar nichts. 4 XL-Bonbons dazu. Jetzt noch bewerten. Ah, toll. Das ist das Schlechteste, was man haben kann. Ich glaube wirklich, es ist das schlechteste Krypto-Lavados, was ich jetzt auf der Hand habe. Wir gucken mal kurz rein. Auf. Hier mal mehr anzeigen. Mal Krypto eingeben, wenn wir zu faul sind, selber Krypto reinzuschreiben. Und jetzt Lavados. Da dürftet ihr jetzt nur zwei haben. Das von eben und das andere vom GoFest ist bedeutend besser. Also ich glaube, beim GoFest gab es sowieso nur gute IV. Haben wir auch so mitgenommen. Können jetzt hier die Aufgaben noch fertig machen. Da gibt es nochmal 2000 Erfahrungspunkte, nochmal 2000, nochmal 2000, nochmal 3000. Dann gibt es einen Rauch. Den Rauch brauchen wir auch, wenn wir das eine neue Pokémon entwickeln wollen, glaube ich. Ja, und jetzt sind es noch zwei Kapitel hier von diesem illuminierende Legenden-Event. Entwickel drei Pokémon, verwende einen Rauch, fange 20 Pokémon vom Typ Fee. Ich glaube, das werde ich in Ruhe fertig machen. Und werde dann eine extra Folge machen, wo ich alle neuen Pokémon dann entwickeln werde. Als männlich, als weiblich und als Lucky. Damit wir den Dex wieder voll haben. Und ja, danke an Hannes schon mal an der Stelle, der gestern Abend mit mir ein bisschen getradet hat. Sodass ich jetzt auch alle als Lucky wieder habe. Ging gut, ging sich gut aus, hat nicht lange gedauert, das war's von meiner Seite aus. Seid ihr auch schon fertig, ne? Schreibt's mal rein, wie gut war euer Krypto-Lavados und was ist euer Team gegen Giovanni? Das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.